Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, unsere 51.073 Liter Hafer können wir jetzt hier mal ganz gepflegt abkippen in die Mühle hinein. So, da starten wir mal und dann kann die Mühle nämlich wieder loslegen hier mit der Produktion. Gehen wir hier mal ganz kurz ran. Produktion verwalten wollen wir, genau. Und zwar wollen wir die Mehlproduktion aus Hafer wieder aktivieren. Und dann sollte da der eingefüllte Hafer uns hoffentlich wieder jede Menge Mehl bringen. Also über 50 Tonnen auf jeden Fall. Denn die Rate ist, glaube ich, positiv. So, dann... Achso, jetzt könnte ich mal ganz kurz gucken, ob wir bei den Contract... Feld 12 ernten. Feld 12 soll das direkt hinnehmen. Jetzt ist Feld 11. Ist denn Feld 12? Feld 52 gehobern können wir jetzt noch... Feld 12, Ernte, Raps. Wir akzeptieren mal den Vertrag. Die 1100 nehme ich auch gerne mit. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Feld 12 ist hier, aber dann ist Feld 12... Ach du Grüne. Nee, warte mal, das ist ja ganz weit weg, oder? Ich drücke mal M für Map. Bin aber auch ein Idiot. Feld 12 ist... da ganz oben. Ach du Grüne. Nee, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Naja, gut, okay. Jetzt haben wir es angenommen. Egal. Da müssen wir dann mal einmal noch hinschießen heute. Wir haben ja Zeit. Und unser Mähdrescher steht nämlich bei unserem eigenen Feld schon. Da ist schon einmal Raps drin. Für den zweiten Auftrag angenommen, muss ich das auch zur Ölmühle bringen, weil dann muss ich erstmal Raps machen dann. Muss ich das auch zur Ölmühle bringen? Ölmühle. Beides Ölmühle. Oh, das könnte natürlich auch da jetzt schwierig werden. Eieiei, na gut, dann muss ich mit meinem Mähdrescher nochmal einmal da hochfahren. Das kriegen wir dann hin. Dann werde ich jetzt den Mähdrescher leer fahren. Also hiermit passe ich da überhaupt durch? Nur einmal muss ich es probieren jetzt, ne? Das ist aber... Ne, also viel mehr darf nicht sein. Da wird es schwierig. Das heißt, wir holen jetzt das Raps ab vom Mähdrescher, der an unserem Feld steht. Bringen das zur Ölmühle, hoffen, dass wir damit einen Auftrag fertig kriegen. Hoffentlich nicht den falschen. Ansonsten müssen wir wirklich da erstmal hochfahren. Bei Feld 36 habe ich nämlich schon fertig gemacht. Obwohl, solange ich kein... Naja, nee, doch, ja, müssen wir hochfahren. Mist, da hätte ich vorher nochmal überlegen sollen, wo das Feld ist. Ich hätte den Auftrag Feld 11 hätte ich auch ganz gerne, muss ich sagen. Alleine nur des Geldes wegen. Und ja, alles, was ich jetzt sozusagen zur Ölmühle bringen kann, 10% davon gehen auf unser Konto, da machen wir dann Öl draus. So, auch schön. Das sollte ja dem Verdiensten nicht im Wege stehen. So. Wir können hier noch unser komisches kleines Minifilter, das müssen wir auch noch abernten, ne? Bei unserer, naja, den kommen wir da noch hin. So, dann haben wir ja auch noch ein bisschen Raps. Voilà. Entschuldigung. So, hier steht unser Mähdrescher jetzt. Den machen wir mal an. Wollte jetzt eigentlich anfangen zu mähen hier an der Ecke, aber da muss ich wohl dann erstmal noch ein Stückchen fahren. Naja. Gut. Achso, in der Zeit kann ich mal, gucken wir mal ganz kurz bei den Tieren nach. Reproduktion nein, Reproduktion nein. Die beiden gehen dann ja weg, wenn der auf Reproduktion steht oder der, ne? Dann bringe ich die weg. Dann machen wir eine Gruppe draus. Die sind jetzt 1100 wert, also einen Monat haben sie noch. Haben auch noch genügend zu fressen. Wie sieht es hier aus? Ist auch grenzwertig, aber ja. So, hier haben wir... Die wären jetzt reproduktionsfähig gewesen, also hätte ich die 5 an die wegbringen können, aber okay. Und bei den Kühen hier, da ist jetzt eine dazugekommen mit 0 Monaten. Da habe ich nicht aufgepasst. Hat sich da die 8 haben sich reproduziert. Da ist jetzt eine dazugekommen. Okay, jetzt habe ich hier noch wieder mehr Gruppen mehr drin. Wir müssen mal hier aufpassen, dass wir dann hier wirklich, wenn die soweit sind, sind bei 60%. Da müssen wir wirklich aufpassen. So, hat Mirosch erstmal ausgemacht. So, dann fahren wir jetzt erstmal die 13.000 Liter da hoch.
Das sind die von Feld 36. Mit ein bisschen Glück ist dann auch Feld 36 der Auftrag fertig. Dass der jetzt als erstes dann als abgeleistet zählt. Mit ein bisschen Pech geht alles auf den anderen Auftrag für Feld 12. Und da bräuchten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr als 13.000 Liter, um den fertig zu haben. Aber ich will auch kein eigenes noch reinbringen und so weiter. Ne? Ihr wisst schon. Das wird dann wieder bloß schwierig. Hoppala. Ich bin gegengefahren. Wollte ich gar nicht. Nee. So, also jetzt einmal hoch zur Übenmühle, dann hoch zu Feld 12. Dann muss der Mähdrescher da oben hochkommen. Wir könnten ihn bis zum Shop beamen, ne? Wenn wir jetzt ganz frech sind, aber ach, das muss auch nicht sein. Lass es lieber fahren. So, hauen wir hier mal die 3 rein. Die an. Und dann einmal zur Ölmühle abgeben. Ja, jetzt habe ich, ich glaube, in der letzten Folge sogar über das Fußballergebnis gesprochen. Und ja, eigentlich wissen wir jetzt schon, wie die WM oder wie die Gruppenphase zu Ende ist, weil am Donnerstag war ja das nächste Spiel. Also am 3.8. ist oder war das nächste Spiel. Für mich wird es erst noch sein. Für euch ist es jetzt schon gewesen. Es ist auch wieder ganz fürchterlich. Und ja, gegen Kolumbien haben unsere Mädels den Kürzeren gezogen. Hätte ich so nicht erwartet. Also ich meine, dass es ein bisschen, ja, ein bisschen ruppiger wird und dass man vielleicht eventuell so an der einen oder anderen Stelle davon ausgehen könnte, dass es ein bisschen schwierig wird. Okay, aber dass wir wirklich, naja, sag mal so, das erste Gegentor war jetzt auch nicht unbedingt. Also es war verdient, es war ein schönes Tor auf jeden Fall. Das erste Gegentor, was wir gekriegt haben von der 18-jährigen, glaube ich, Kolumbianerin mit der Nummer 18. So, doch für Feld 12 haben wir schon genügend transportiert, aber okay, nicht für Feld 36. Also da hat es auch schon viel gereicht. Dann kommt von 12 ja nicht viel mehr, dann fahren wir doch mal kurz hoch. Müssen wir jetzt aber noch abmähen, ne? Einmal kippt er über die ganze Karte. Oh, naja. Wir haben erst getankt. So. Dann kann ich ja gleich ja das kleine Rapsfeld mitnehmen. Weil meinen eigenen Raps will ich da ja auch abliefern. Ich glaube, ich habe genügend Raps noch für die Produktion. Also für die Schweine, die brauchen ja auch Raps. Da ist das ja auch gefordert. Ich finde wirklich, dass der LKW so mit dem leeren Anhänger so dermaßen auch in die Knie geht an vielen Stellen schon. Sehr eigenartig. Ja. Einmal hier rum. Das ist wirklich, also es ist wirklich komplett am anderen Ende der Welt, ne? Theoretisch könnte ich jetzt mal hier gucken, ob ich hier hinten gleich ein paar Dings sammeln kann noch. Ein paar von den. Die Wiesen haben wir ja auch genug gemacht von diesen Sammelobjekten nicht. Denn hier oben habe ich glaube ich noch nie geguckt. Dann gucken wir jetzt noch nach Sammelobjekten und dann kommen wir gleich noch mit dem Mähdrescher vor. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass hier der ganze Hof noch voll liegt. Bin mir nicht sicher, ob ich hier mal schon mal gesucht habe danach. Glaube nicht, aber. Ich könnte es auch nicht versprechen. Das. Hier eventuell die Sammelobjekte schon mal gefunden hatte und mal abgelaufen bin. Ich weiß gar nicht, in welchem, wie viele Sammelobjekte ich noch brauche. Komme ich hier rein? Nee. Das ist das nächste. Also ich habe noch nicht mal eine grobe Vorahnung, wie viel mir fehlt. Kommt man hier rein? Auch nicht. Okay. Das sieht eigentlich hier, das ist eigentlich schon mal cool gemacht hier, ne? Dass das hier schon mal steht und so. Eigentlich auch kein schlechter Hof. Aber wenn du Deko wegmachst, dann fliegt das ja alles weg. Aber ansonsten kannst du hier schön Hallen hinstellen und so. Das sieht schon gar nicht. Also den hätte man auch nehmen können. So, falls ihr jetzt irgendwo eins gesehen habt, was ich nicht gesehen habe, könnt ihr ja kurz mal hier schreien. Hm. Ich glaube, ich war hier schon mal sammeln. Ich hätte gedacht, nein. Ich weiß auch nicht, ob Sammelobjekte, ob es die überhaupt noch gibt hier. Also auf wo es gemoddet war, konnte ich sie ja nicht immer nicht aufheben. Da habe ich die überall rumstehen sehen und konnte es immer nicht aufheben. Anscheinend war ich hier schon.
Das eine oder andere hätte ich doch schon gesehen sonst. Nun gut. Okay. Genug des Spaßes. Jetzt muss es leider wieder ernst werden. So, im Übrigen, dass mein Auto letztes Mal da oben stand oder Anfang der Woche da oben stand, wo ich noch gesagt habe, die Geschichte wollte ich mir erzählen, dass ich mich hier drüber beim Rüberfahren das Mähwerk abgefallen und als ich oben war, habe ich gesehen, Mähwerk nicht da. Dann wollte ich mit dem Mähdrescher wahrscheinlich wieder bis da hinten zurückfahren, um das Mähwerk zu holen. Also habe ich den Anhänger genommen und beziehungsweise mein Auto genommen und habe das Ding auf den Autoanhänger gelegt, festgezurrt und bin dann mit dem Autoanhänger noch hochgefahren. Das war eine wilde Fahrt. Also wirklich, hat funktioniert, aber es war echt eine wilde Fahrt. Da steht ein Hocker, ich glaube, da steht ein Hund. Naja, gut. So, da kann man sich immer vergucken. Weiß gar nicht, wie viel ich noch brauche. Es ist gar nicht so viel. Ich glaube, ich habe schon einige. Sieht man das in irgendeinem Safe-Game? Garantiert, ne? Muss man ja. Woher sollen die sonst die Informationen haben? Theoretisch könnte ich da über die Autobahn fahren, oder? So, um die Autobahn, dann da hinten wieder raus, dann müsste ich da bei Feld 12 ankommen. Dann fahren wir die Autobahn. So. Na, so ein Blödsinn. Ah, das ist das falsche Feld eingenommen. Feld 12, das war jetzt wirklich. Ich dachte, Feld 11 ist da in der Nähe, dann kann der Feld 12 nicht mal weg sein, aber. Na gut. Ja. Ach, Mensch. So, weiter im Thema Fußball. Ach so, da war ich ja noch ein bisschen, da wollte ich ja noch zwei, drei Kleinigkeiten loswerden. Also erstmal, ich bin, ja. Also die Niederlage war verdient, muss man sagen. Also auch das 2-1 in der Nachspielzeit, was wir da gefangen haben. Wer Gegenspieler so frei köpfen lässt vorm Tor, ich glaube, da kommt es auch nicht unbedingt auf die Klasse der Stürmerin an, weil das war, sag ich mal, Fußballer und Fußballerinnen, die es schaffen, bei so einem Turnier dabei zu sein, die können auch schon sehr mit dem Ball umgehen. Also mich stecken hier bei dem Einkaufswagen so eine Figur gewesen. Nee, da steht bloß der Name drauf. Achso. Das war ich ein bisschen. Durch das Blaue. Und ich sag mal, mit meinen limitierten Fähigkeiten den Ball zu betreten und ihn über den Platz zu bewegen und ähnliches, werde ich da auf jeden Fall gegen jede Spielerin, die jetzt da aktuell bei der WM ist, sehr, 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 sehr blass aussehen und sehr, sehr alt aussehen. Von denen ist zu erwarten, dass wenn man so frei vorm Tor ist, dass die dann das Ding auch verwandeln, dass sie dann einfach den Nischel da reinhält und das hat sie klasse gemacht und das 2-1 war gut. Und den Ausgleich haben wir auch bloß durch den Elfmeter, gut, den Druck musst du erstmal machen, dass du da auch im Strafraum zu Fall kommst, aber eben zu Fall gebracht wirst. Alles in allem würde ich sagen, verdient die Niederlage, wenn auch. Nee, also unglücklich muss man nicht sagen. Es ist halt. Ja. Ist halt dann doch zweimal nicht richtig aufgepasst. Man muss auch sagen, beim 1-0, was geschossen wurde. Ja, die Spielerin hat das schon ganz gut gemacht. Von uns ist ja die, ich glaube, die 9 ist da lang gelaufen. Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube ja. Die dann noch durchs Bild gehuscht ist und so, die einfach den Weg nicht zugestellt hat, sondern wirklich dran vorbeigelaufen ist und den Ball halt nicht getroffen hat und dadurch halt die Seite so aufgemacht hat, dass sie den da vorbeischießen konnte. Der Schuss war super. Tolles Tor. Naja. Hoffen wir, dass jetzt am Donnerstag das Spiel besser gewesen ist. Ich will hier solche Schwierigkeiten haben mit diesen buckligen Bergen. Buckligen Bergen, na klar, logisch. Hm. Mit diesem Hügelzeug hier. Das wird sowas von in die Hose gehen. So, jetzt kommt es drauf an, welche Schilder kann ich umfahren, welche nicht. So, diesen blauen Wegweiser, den kriege ich nicht um ihn needed. Der ist verankert. Ich glaube, ich habe das Feld schon mal geerntet hier und mich da schon richtig gequält mal. Macht man das am blödesten. Egal, einfach rein, würde ich sagen. Einfach rein in den Raps hier und hoffen, dass man einigermaßen den Berg wieder hochkommt. So. Sollte ungefähr genauso viel Raps geben wie das andere Feld. Und dann haben wir hier die Wohndienstleistung dann hoffentlich erfolgreich abgeschlossen.
für beide Felder. Und können dann uns nochmal gut und gerne ein bisschen mit über 3000 Euro kommen dabei zusammen, ne? Auf die Habenseite schreiben. Ja, es könnte sein, dass ich ohne Mähwerk unten nach oben fahren muss. Das könnte schwierig werden. Ja. Wollen wir hoffen, dass es gegen Südkorea besser läuft, dass wir da gewinnen. Und dann gucken wir mal, was wir dann im Achtelfinale als Gegner kriegen und wen wir da als Gegner kriegen. Kann ja nur spannend werden. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir einen sicheren Gruppensieg haben. Da glaube ich nicht mehr dran. Ich denke mal, Kolumbien wird auch durchaus die Marokkaner besiegen. Und damit sind sie dann mit drei Spielen, drei Siegen eindeutig Gruppensieger, weil wir maximal nur 6 Punkte machen können. Und die Marokkanerinnen haben ja auch Südkorea geschlagen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also die waren gar nicht mehr so schlecht unterwegs. Könnte also gut laufen für uns. Naja. Ich drücke uns die Daumen. Es ist ein Donnerstag. An dem ist es entscheidend. Ich weiß gar nicht, um welche Uhrzeit wir da spielen. Aber ich denke mal, ich werde zu der Zeit wieder auf Arbeit sein. Oder vielleicht kann ich vor der Arbeit noch gucken. Muss man gucken, wann das Spiel stattfindet. Also wenn das dann so bis um 9 fertig ist, dann kann ich es auch noch vor der Arbeit gucken. Aber um 9 wollte ich ja nicht mal spätestens auf Arbeit sein. Ja. Zumindest macht sich das immer ganz gut, wenn man es bis dahin geschafft hat. So. Ja, quält sich schon, ne? Man merkt, er geht auf 7 km/h runter. Und das wird nicht besser werden. Aber berghoch ist schon nicht so einfach für den Kleinen hier. Nein. Gut. Nimm mal hoch hier. Oh, schmeiß ich alles dann auf die Wiese drauf. Da ist ein Nachbarfeld wieder dreckig. Ich frage, ob das denn irgendwann zwischendurch verschwindet, ne, wenn ich immer so ein Blödsinn mache. Aber ich denke ja, ne? Obwohl, das ist jetzt eine Wiese, ne? Die hat ja eigentlich. Macht er da ja nicht so viel mit dem Meter hier mal bloß ab. Mir scheint er ja wirklich nur abzumähen, denn das ist ja von Anfang an Wiese. Da haben wir hier oben irgendwo, da hinten in den Büschen, da liegt irgendwo ein Strom, ein Heuball noch von mir rum. Den ich mal gemacht habe, der mal weggeflupst ist. Das habe ich im Safegrim gesehen. Ganz am Anfang haben wir hier oben nämlich sehr häufig Gras gemacht, auf den kleinen Feldern hier. Gehen gerade wenig rückwärts, ne? Mit Schneidwerk unten. Hart. Und da bin ich mal mit dem Trecker, glaube ich, so über 2 oder so von diesem Ballen gefahren. Da haben wir, glaube ich, den kleinen Hänger vollgeladen mit über 100. Also den kleinen Hänger, diesen Einachser mit über 100, weit über 100 von den kleinen Strohballen und so, also Heuballen. Alles von Hand verladen noch. Also ohne Autoload. Das war eine Aktion. Und es ging auch zu fahren, weil die Ballen irgendwie, keine Ahnung, fast nichts gewogen haben da auf dem Hänger. Ne? Nee, das war dann ganz schwer zu fahren, weil die angezogen, also angezogen dann schwerer waren, als sie eigentlich sind. Ich glaube, normal wiegen die 35 Kilo und wenn ich das den Gurt festgemacht habe, hatten die 100 Kilo oder sowas. Und das war irgendwie, ja genau, oder so war das. Objekte, die angegurtet hast, hatten 100 Kilo. Wo das hin verschwunden ist, weiß ich nicht. Hatte ich auf jeden Fall das Autoload auch noch nicht. Also das kommt irgendwo vom Spiel selbst anscheinend. Dass es irgend so ein Default-Gewicht ist oder so. Für angezogene Gegenstände. Und vielleicht haben sie das, weil das bei den Strohballen aufgefallen ist mal irgendwann, haben sie das weggemacht. Und deswegen hat es dann nachher im normalen Modus mir auch Schwierigkeiten gemacht. Das könnte möglich sein, durchaus. Dass da jetzt sozusagen ein Bug beseitigt wurde, der früher quasi nicht aufgefallen ist. Alles möglich.
Ja, und das ist Quälerei hier für Mähdrescher. Berg hoch. 5 km/h, meine Herren. Das war für mich eigentlich auch so eine Änderung, die es nicht gebraucht hat mit diesem lastabhängigen Bergfahren, und dann haben sie umso hügeligere Karten gemacht. Das ist wirklich ganz toll von. Naja. Was willst du machen? Entwickler halt, ne? Wo da halt Prioritäten gesetzt werden und was man halt gut findet. Man baut es ja, also ich baue ja bei meinen Projekten auch Dinge ein, die ich sage so, ja, das finde ich ganz cool, das will ich unbedingt dabei haben. Und dann wird das auch, sagen wir mal, ein bisschen so gebaut, dass man es dann auch wirklich gebrauchen muss. Ja. Damit man da nicht dran vorbeikommt an, keine Ahnung, einer guten Funktionalität, die man eingebaut hat, wo man sich selbst denkt so, ah, cool, das ist doch geil geworden und so. Das müssen die Nutzer doch genauso cool finden wie ich. Ist manchmal eine Fehlannahme. So. Haben wir einfach wieder hoch und schnell von unten unten ab. Ich war mit dem kleinen Mähdrescher, aber ich hinten mal im Gange. Kann mich erinnern, dass ich dieses Feld schon mal geerntet habe. Da kann ich mich wild dran erinnern. Na gut, aber dann haben wir die Aufträge fertig. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn ich dann den Raps in der Dingsmühle abgebe. Ich werde mit meinem Fahrzeug noch zu unserer Schlachterei fahren. Weil bei der Schlachterei ist ja auch ein klein bisschen Raps. Den werden wir jetzt noch abernten. Dann gucken wir, wie dieses Feld bewertet wird am Ende des ganzen Vorgangs. Und dann werden wir dieses Feld, ich habe mal nachgeguckt, Feld löschen. Früher gab es da mal eine Walze für, die das gemacht hat. Eine Mod quasi. Felder löschen. Im Groben und Ganzen geht es aber auch mit normalen, wurde gesagt, dass das Feld dann gelöscht ist. Ich weiß bloß nicht, wie Position Farm genau reagiert. Weil ich möchte halt ungern, dass dieses Feld, wenn es denn jetzt einmal nicht, weil es jetzt auf 50% oder so steht, dass es generell immer irgendwie ein bisschen was kostet bei der Bewertung und demzufolge dann auch beim Gewinn. Und wenn uns das 1% kostet von dem ganzen Gewinn und wir dann in einem Jahr 1 Million machen, da ist 1% schon, sind schon 10.000 Euro. Also das ist schon gar nicht so wenig. Und deswegen, ich glaube, 1 Million Umsatz haben wir auf jeden Fall. Also Einnahmen, nicht Umsatz, sondern Einnahmen. Von daher muss man das ja jetzt nicht unbedingt bis ins Letzte dann auch verschenken wollen. Zumal ich Aufträge in einem Jahr mache, wo ich mich eine Stunde lang und länger mit beschäftige, die weniger Geld einbringen. So. Das muss man ja dazu auch noch sehen. Dann fahren wir mal hier den Räuberbalken aus. Und fahren zu unserem LKW und werden dann mal abladen. Vorher schmeißen wir das Teil hier noch drauf. Das ist auch das Gute, dass das jetzt mittlerweile selber snappt. Und dann... Es ist sogar weniger als auf Feld 36. Interessant. Also weniger Raps auf Feld 36. Aber mehr Einnahmen, ne? Wenn wir jetzt mal den Contracts uns angucken. Ne, Feld 36 bringt mehr, okay. Aber Feld 52 auch noch grobern? Komm mal gucken. Judy, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn.